Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3 in der Höhle der Schatten oder so. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss. Ah, Kiste, ich bin hier richtig. Was war das? Kikishimushu? Kiku Ichimonji. Jenny ist klar. Also habe ich jetzt zwei Katanas für meinen Dunkelritter, ja? Aber keine Ausrüstung. Super geil. Toll. Egal. Genji Schild. Alright, da. Fällt mir noch was? Nur ein Weg nach unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich verdammt viel habe liegen lassen an Items, aber das ist mir gerade egal. Denn ich will hier im Endeffekt ehrlich gesagt nur noch raus. Oh, ich bin... Gestern haben wir... Oder... erstmal wollte ich mich entschuldigen für die späte... fürs Hochladen. Fürs zu späte Hochladen, ja. Und fürs zu späte Aufnehmen. Heute ist wieder Sonntag. Also ich nehme es jetzt auf, renne das sofort und baller sofort ein Upload rein. Gestern hatte ich einfach keine Zeit zum Aufnehmen, weil ab 13 Uhr die Jungs da waren. Peter, Mats und Alex. Und dann haben wir bis um... Wir haben 12 Stunden Super Smash Bros. Gespielt. Oder? Irgendwie so. Ich habe glaube ich aber... Irgendwie 8-9 Stunden Aufnahme habe ich jetzt. Boah, das war gestern auf jeden Fall ein krasser Tag, ey. Pizza bestellt, war geil. Bin immer noch voll im Arsch, muss ich sagen. Genji hin. Oh, geil, Alter. Ich mache mich sofort zum Dunkelritter. Warte mal. Da. Wenn er mir jetzt schon mit Genji-Helm und so kommt, wa? Ich zerficke sie alle! Ich brauch keine Rüstung, das passt so. Ich meine, die haben ja auch nicht viel mehr Abwehr, oder? 54. Pff. Pff. Junge. Pff, sag ich dann nur. Nur! Nutte. Ja, ist jetzt natürlich kacke, weil ich nicht weiß. Was mich jetzt erwartet gleich. Ich würde jetzt ungern da den Weg weiterlaufen. Weil ich auch nicht weiß, wie viel Schaden ich mache. Wow! Shit! Gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe? Easy. Na gut, wir kriegen hier auf jeden Fall den Zahn der Erde, wenn wir es denn schaffen oder wenn ich es denn schaffe, hier durchzukommen. Was ich mal hoffe. Ja, Moment, das schaut mir zu einfach aus. Der liegt da einfach. Das wird es noch nicht gewesen sein. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen.
Ich meine, es wäre auch ein bisschen billig, wenn wir jetzt einfach so den Zahn der Erde kriegen. Na gut, die Höhle hat mich schon abgenervt, das ist wahr. Aber ich finde, das ist kein Vergleich dafür, dass ich jetzt hier ohne Bossfight einfach durchkommen kann, darf. Wir haben ihn gefunden, den Zahn der Erde. Wer wagt es, das ewige Siegel zu brechen? Oh oh, ich hab's gesagt. Ein dunkler Schatten greift dich an. Yay! Wow! Hekantonchia. Alles klar. Why the fuck not, Alter? Na, wen greifst du an? Du greifst dich zweimal an. Weißt du, ganz ehrlich, der sieht schon wieder so aus, als wenn er mir voll auf die Fresse geben wird. Hä? Was? Mach kein... Du, der verarscht mich. Der macht jetzt erstmal so, oh, ich kann eigentlich gar nichts. Und er so, bam, oh, ich kann ja doch was. So ein Wichser. Verarsch mich nicht, du. Du. Keine Ahnung. Was ist er? Ich weiß nicht, was er ist. Er sieht aus wie so ein, weiß ich nicht. Wie so ein Rentner, weißt du, wegen den weißen Haaren, so wie so ein Rentner. Der zu lange in der Sonne war. Aber okay. Hier soll es recht sein. Stirbt er halt jetzt gleich. Und ich nicht. Wäre auch, ey, es wäre auch extrem unfair, wenn die mir jetzt hier so wieder so ein Odin oder so vors Gesicht stellen. Weißt du, der Sattelzucken, Bart! Weißt du, und ich darf mir die ganze Höhle von vorne machen. Da hätte ich aber auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Saugen! Scheiß drauf. Nein, nicht Wicht. Vitra wieder. Jetzt wird er langsam schneller und stärker. Oh oh. Du kleines Slut, wa? Yes! Da 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 da. Boah, und das ohne Toten, Alter. Wow, ich bin einfach so motherfucking Imba. Den Zahn der Erde halt. Juhu. Und jetzt müssen wir zurück zu Dogas Schloss. Ich freue mich schon, Unai und Doga wiederzusehen. Ja, dann machen wir mal einen Notausgang, wa? Obwohl, ich würde gerne wieder zum Krieger wechseln. Weil als Krieger habe ich echt gut rausgehauen. Und als Krieger habe ich auch eine Rüstung. Es ärgert mich, dass ich... Ich weiß jetzt schon, ja, dass ich den Genji-Panzer hier irgendwo gefunden hätte. Und es ärgert mich, dass ich ihn nicht gefunden habe. Dass ich einfach zu gierig war. Nee, warte mal. Gibt's hier nicht auch einen Shop und so? Hier kannst du... Wow, okay, Monster, Bibel, Fiebel, irgendwas. Willkommen im Mognet. Ne, haben wir noch keine Nachrichten, okay. Hier können wir krass pennen. Oh, oh ja, stimmt, wir hatten hier einen... So. So. Da nehmen wir auch nochmal drei mit, wir haben ja genug Knete. So. Gibt's denn bei dir jetzt Neues? Einfach mal gar nichts, okay.
Nimm ich jetzt einfach eine mit, weißt du das? Mir ist so scheißegal. Pfeile brauchen wir nicht. Was gibt bei dir? Ah, okay. 7. Alle 7? Alle 7. Da gucken wir mal ganz kurz. Was? Wer kann von den beiden? Wie sieht es aus bei den 7? Hast du noch Platz? Ja, hast du. Und du? Auch. Okay, dann können wir Reflag und die anderen beiden Zauber noch lernen. Beben, Steinger, Reflag. Ich meine, was wir haben, haben wir. Und können wir dann dementsprechend noch benutzen. Da. Steinger kriegt der. Alter, ich bin so dumm, ne? Ich hasse das. Beben. Zack. So. Reflag auf sie. So, gereckt sind wir. Wir haben eingekauft. Das heißt, wir gehen jetzt durch Schloss. Durch Schloss ist wo? Hoppla, falsch gedrückt. Erstmal müssen wir den ganzen Scheißweg zurück. Alles klar. Boah. Ich erinnere mich da leider nicht mehr dran, wo wir lang geflogen sind. Ja, hier war es nicht. Hier denn wahrscheinlich, ja. Ich meine, bei den Spielen ist es immer so, es ist immer der längste Weg. Meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Ja, sag ich doch. Hä, wo kommen wir hin wieder zurück? Bin ich überhaupt richtig? Schaut so aus. Da bin ich. Hammer geil. Okay, Durga Schloss. Karte. Ich glaube, die blaue Höhle ist das. Haben wir irgendwie Speed-Taste oder so? Wenn wir richtig krass abspammen können oder so? Nö, schaut nicht so aus. Jetzt fliegen wir einfach mal mit unserem geilen Getriebeteil. Ja, wie viele Rotoren wir halt einfach haben, ne? Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das Durga Schloss hier ist. Das ist nicht der Höhle der Gezeiten hier unten? Doch, hier war doch Unai. Hier bin ich nicht richtig. Ich bin der Meinung, wir müssen nach Süden. Da müsste der Durga Schloss sein. Weit noch? Okay, sind wir gleich da. Okay. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir hier irgendwie rein müssen. Irgendwo. Ja. Und dann sind wir gleich bei dem Durga Schloss. Hoffe ich mal. Alter, wo ist denn hier der Eingang? Da. Juhu. Hä? Hä? Kann ich hier landen? Hä? Bullshit? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was ist hier jetzt nochmal?
Das war auch nicht Dugas Schloss, da bin ich mir sicher. Ne. Das war dieses komische Schloss, wo wir rüberlaufen müssen mit den komischen Schuhen. Brauchen wir vielleicht das andere Luftschiff wieder? Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz echt zugeben. Komisch. Das ist aber nervig, ey. Oder ist sogar Schloss da oben? Nee, oder? Warte mal, Karte. Wir sind jetzt hier, okay. Nee, hier ist nicht sogar Schloss. Hier war die Höhle, wo wir Unai aufgeweckt haben. Jetzt gehen wir mal an das Luftschiff. So, das ist richtig schön schnell. Das ist geil, ist das. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir bei Dugas Schloss da reinfliegen können. Weil wenn nicht, dann bin ich überfragt. Oh, schon zu weit. So. Ja, mit dem können wir... Ach, sind hier irgendwie Luftströme oder so, die uns daran hindern, hier reinzufliegen oder was? Ist ja mega ätzend. Kommt, es ist nun an der Zeit, dass Unai und ich euch das geben, was wir für euch vorbereitet haben. Wo seid ihr denn? Wir sehen euch nicht. Tretet auf den Kreis und folgt dem Weg durch den Tunnel. Wir werden an seinem Ende auf euch warten. Okay. Let's tago. Wobei, warte, ich hätte mal speichern sollen. Shit. Kann ich mal zurück? Ja, Dugas Grotte. Ja, da werden wir gleich reingehen. Da werden wir gleich reingehen, ja, und tief vordringen. Muhaha. Ich möchte aber vorher bitte speichern.